Und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Da man mich in der letzten Folge nicht wirklich hören konnte, beziehungsweise leise, habe ich mal die Lautstärke des Spiels etwas runtergeschraubt und beginne mit der Folge, mit der Mission Der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Ich werde überwacht. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist doch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihm gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Hören Sie. Die Polizei kann den Anruf verfolgen. Hey,
weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Mist. Er will abhauen. So, verfolgen wir ihn noch. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder bedroht wird. Glaube ich. Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hex. Ich bin noch dran. Überprüfen dich. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment, worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay, angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. So, das war schon die Mission. Hat zwar mehr Videosequenzen gehabt als Gameplay, aber... So ist es halt am Anfang. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. So. Jetzt haben wir ein neues Ziel. Und ich schaue mal hin.
Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. So, jetzt kaufen wir unser erstes Sturmgewehr hier im Waffenladen. Hallo! Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da hat man, glaube ich, die Auswahl am Anfang zwischen den OCP 11 oder den 416. Aber wir sollen das 416 kaufen. Das machen wir auch. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hackeraktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blumensprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie bezogen haben, wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut benutzt. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blumensprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Was hat er denn vor? So. Cool an Watch Dogs ist, dass man die Umgebung nutzen kann, um seine Freunde auszuschalten, zum Beispiel so einen Kran. Oder Explosion allgemein oder Autos als Ablenkung. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Verdächtiges Objekt gesichtet. Ich check das mal. Was ist das? Das ist doch nicht möglich. So, da haben wir die Zugangsdaten. Jetzt müssen wir noch den Server erreichen. Und hier, das könnte man, müssen wir aus anderen Games kennen, so hacken quasi. Ich kenne das zum Beispiel aus.